Zum allerersten Male stand bei der Berlinale die Eröffnung unterm Stern eines Zeichentrickstreifen. Isle of Dog in einer japanischen Stadt bricht unter Hunden eine Seuche aus, die schwere Folgen hat. Der Bürgermeister stellt die Hunde voller Spott und Häme, ohne jedes Mitgefühl und Zögern unter Quarantäne. Lässt sie auf eine Insel namens Trash Island bringen, unter ihnen auch Chief Rex, Boss, Duke und King. Diese Hundegang behauptet sich in Kampf und Gefecht, doch der erbeutete Müll wird dem Hunger nicht gerecht. Doch es gibt da einen Jungen auf dem Festland, der sich der Anti-Hund-Polemik widersetzt. Dann klaut er einen Propellerflieger und fliegt auf die Insel, denn er möchte seinen Hund finden in dem Kollektivgewinsel. Atari, so heißt er, freundet sich an mit der Runde. Bei der Suche nach seinem Haustier helfen ihm fortan die Hunde. Währenddem formiert sich auf dem fernen Festland gegen das Vorgehen mit den Hunden zunehmend Widerstand. Eine Chance hat die Versöhnung von Mensch und Dobermann, nur wenn Atari seinen Hund finden kann. Gehen die Hunde zugrunde oder werden sie befreit?